Einen wunderschönen Abend, liebe Freunde der Seefahrt, hier auf der Webcam des Hotel Beckröge in Cuxhaven. Wir haben einen Kreuzfahrer und ich denke, dass ja, viele von euch das wissen. Das ist die Queen Mary 2, auf die wir hier warten, die gerade am Leitdamm entlangläuft und nach Hamburg möchte. Die Queen Mary 2 kommt gerade zurück von einer Tour durch die norwegischen Fjorde, war jetzt zuletzt in Stavanger und geht jetzt nach Hamburg. Sie setzt danach ihre Tour noch fort nach Southampton. Das heißt, sie wird auch morgen Abend, glaube ich, wieder auslaufen und dann halt ihre Tour in England beenden. Zur Queen Mary 2 brauche ich, glaube ich, denjenigen, die uns hier heute Abend noch zuhören um die Uhrzeit, nicht mehr wirklich viel zu erzählen. Es ist das Flaggschiff der Cunard Line. Cunard ist eine britische Reederei, die inzwischen aber auch, wie viele andere, zum Beispiel Costa, AIDA und so weiter, zum Carnival-Konzern gehören. Carnival Corporation ist ja auch ein ganz großer im Kreuzfahrtgeschäft. Die Queen Mary 2, gebaut worden im Jahre 2003, in Dienst gestellt worden im Jahre 2004, fangen wir doch mal besser so rum an, ist 354 Meter lang, das ist ziemlich lang für einen Kreuzfahrer, 41 Meter breit, mit einer Besatzung von 1253 Männern und Frauen können sie, ja, wo war es denn jetzt, bis zu 3090 Passagiere bedienen und das in einer Art, wie es auf den alten Transatlantiklinern der Fall war. Die Queen Mary 2 grenzt sich hier immer noch ab von klassischen, nein, genau nicht von den klassischen, sondern von den neumodischen Kreuzfahrern, die eher auf Spaß und Unterhaltung setzen, ist Queen Mary 2 immer noch ein wenig traditioneller. Sie fährt aktuell unter der Flagge der Bermuda-Inseln, ist vorher bis 2011 unter der Flagge des United Kingdom gefahren. United Kingdom, also der zukünftig nicht mehr europäische Teil Europas. Bermuda ist allerdings im Commonwealth, wenn ich da richtig liege, glaube ich auch noch da mit drin. Insofern tut sich das nichts, hat sich bloß ein bisschen was an den Steuern geändert. Gebaut worden ist die Queen Mary 2 in Frankreich, und zwar in Saint-Nazaire bei Alstom. Das ist eine auch recht große Werft da oben, die solche Schiffe, ich meine, 345 Meter muss man erstmal irgendwo hinlegen, hinbekommen. Was die Queen Mary 2 auszeichnet, ist der Antrieb. Ihr Antrieb ist nämlich recht einzigartig unter den Kreuzfahrtschiffen. Sie hat vier Diesel, die im Normalfall für den Antrieb zuständig sind, den Antrieb und halt auch die Energieversorgung an Bord. Damit kann sie bis zu 24 Knoten Fahrt machen. Sie hat darüber hinaus noch zwei Gasturbinen in Reserve, die ihr eine Fahrt über 30 Knoten erlauben würden. Ich weiß nicht, warum man das bei Cunard so gemacht hat. Es erinnert mich nur duster daran, dass die Queen Elizabeth, auch ein Schiff von Cunard, damals in Falkland als Truppentransporter eingesetzt wurde. Vielleicht hat man sich für die Queen Mary 2 Ähnliches zumindest vorbehalten. Weil mit über 30 Knoten macht es mit Kreuzfahrern keinen Sinn. Gut, sie würde sehr schnell wegkommen von einem Eisberg, sie würde genauso schnell in einen reinfahren. Das wäre also ziemlich doof. Ja, ansonsten habe ich jetzt zu der Queen Mary 2 nicht mehr viel zu erzählen. Was sie nach Southampton jetzt am 31.08. für eine Tour antritt, habe ich nicht recherchiert. Da bitte ich um Entschuldigung und ja, warte jetzt eigentlich drauf, dass hinten die Kamerakollegen schnippen, aber das tun sie noch nicht. Also machen wir noch eine kurze Pause, bis wir hier die Queen Mary 2 vor der Webcam des Hotel Beckröge in Cuxhaven sehen und sie gebührend empfangen. Dankeschön.
Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there, "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Die Queen Mary II auf dem Weg nach Hamburg. Und da sich Ihre Majestät ein wenig Zeit lässt heute Abend, ist uns mittendrin in der Tat wirklich die Musik ausgegangen. Zum Glück, mit einem kleinen Griff in die Shellac-Abteilung, können wir euch noch etwas zum Abschluss oder haben wir euch etwas zum Abschluss präsentieren können. Scusi, das wussten wir nicht. Wir kennen ja nur Kreuzfahrtschiffe, die durchfahren, als wenn der Teufel hinter ihnen her wäre. Offensichtlich gilt das nicht für britische Kapitäne. Damit sagt das Team Cuxhaven Livecams Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, wünscht eine gute Nacht, möchte hinweisen auf die Facebook-Gruppe, die wir haben, das ist Team Cuxhaven Livecams. Schaut da mal rein, eventuell. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare, Bilder, Shots, Kritik, Bauchpinselei und sonstiges in der Richtung. Und damit sage ich auch definitiv jetzt mal wieder mein standardmäßiges Buonanotte e grazie.